heute mit, ja, flieg mit mir, heute nach Havana. Fliege nach Athen, nur um dich zu sehen. Keiner so schön wie du. Zu viele Fantasien in meinem Kopf. Leute, neues Pack-Opening hier auf meinem Kanal. Lasst gerne ein Like, da macht die 1000 Likes voll, wenn ihr weiter Bock habt auf neue Pack-Openings. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Also lasst gerne ein Like da. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten. Ja, aktiviert einfach die Glocke, kriegt in Zukunft immer eine Nachricht. Wenn die Videos online gehen, verpasst ihr nichts mehr. Ich würde mich sehr freuen, Leute. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, was euer bestes Pack war in FIFA 21. Schreibt es mal gerne unten rein. Ich bin gespannt, was ihr so gezogen habt. Und gucken, ob der ein oder andere schon den ein oder anderen saftigen Spieler am Start hatte. Checkt noch gerne meinen Shop aus. Gönnt euch die nice Designs. Schwarz, weiß, orange, blau, rot, grün. Die Camouflagefarben, Kissen, Tasten, Turmbeutel. Vieles mehr. Gratis Autogrammkarte zu eurer Bestellung dazu. Gönnt euch. Ich würde mich sehr freuen. Ihr unterstützt mich natürlich mit dem Kauf. Wäre sehr, sehr nice. Und nicht vergessen, checkt meine Songs aus, Leute. Till, sag ich schon. Spotify, iTunes, Amazon Music und Co. Überall heiße ich Till FIFA Gaming. Gerne reinhören. Ich würde mich sehr freuen. Hört auf Dauerschleife. Tag und Nacht. Und direkt schneidet ihr den Weekend League besser ab. Ich sag's euch, ihr kommt direkt Top 200. Ihr wollt die Spiele direkt schnell durchziehen, damit die Musik aus eurem Ohr verschwindet. Ich sag's euch, ja. Checkt's aus, Leute. Checkt die Alben aus, ja. Album ist online. Songs sind online. Spotify. Link ist in der Beschreibung. Oder wie gesagt, Till FIFA Gaming. Wir schauen ins Video. Bleibt bis zum Schluss dran. Let's go. Leute, es wird wieder Zeit fürs heftigste Pack. Bislang in diesem Jahr. In diesem FIFA-Jahr. La Liga Pack 85er Plus. 3, 2, 1, bitte Tots. Von mir ist egal wer. Let's go, bitte Tots, bitte Tots, bitte. Ah, Tots. Ah, Digga, es ist bitter, Mann. Ramos hat leider kein Tots dieses Jahr. Es ist, glaube ich, das erste Jahr, wo Ramos. Hat er ein Team of Gear gehabt? Lass mich kurz überlegen. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube nicht. Nee, Dings hatte Van Dijk und. Wer war der andere? Van Dijk und? Hatte Ramos? Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr. Ramos und Courtois ist in Ordnung. 89er Rating für SBC. Okay. Kann man mit arbeiten, will ich nichts gegen sagen. Ist natürlich trotzdem bitter, Alter. Kein einziger Tots. Ich hätte natürlich jetzt hier lieber so ein. Von mir aus auch 89er Llorente oder 90er. Was weiß ich. Aber gut, ist in Ordnung. Ist jetzt nicht besonders gut. Ist jetzt auch nicht besonders schlecht. Hätte auch schlechter laufen können. Ey, Gott sei Dank, ich Carvajal noch ein 86er, noch ein 86er. Ein 87er. Von daher ist Ramos und Courtois stabil. Haben wir zwei. 89er Rated, High Rated Spieler für SBCs. Wir nehmen Ramos mit, glaube ich, ein bisschen interessanter, ein bisschen besser. Für wen hättet ihr euch entschieden? Ramos oder Courtois? Schreibt es unten rein. Im Endeffekt egal, ich hau in eine SBC, von daher weg damit. So, Leute, wir haben dieses Pack hier. Zweimal seltener Spieler. 85 plus. Bin gespannt wie ein Bettlaken, Leute. Let's go. Wir schauen mal. Ich freue mich gar nicht. Ja, ich freue mich ehrlich gesagt. Ja, egal, wir gucken einfach mal. Läuft schon wieder sehr gut. Ich freue mich gar nicht auf diese Packs, ja, Italien, Chiellini, Digga, ich habe schon, ja, okay, ich sag mal so, es hätte auch schlimmer sein können, es hätte auch Bonucci werden können oder Verratti, von daher geht Chiellini sogar noch, ist, glaube ich, der beste Italiener, ne, oder? So kurz überlegen, gibt es einen higher-rated Italiener als 87er Giorgio Chiellini? Ich glaube nicht, von daher, naja, ist jetzt nicht gut, ne, aber... Ist okay, nehmen wir mit. Wenn da jetzt noch ein 87er hinter ist, bin ich voll zufrieden. Wenn 86er hinter ist, ist auch noch okay. Wird zu 99,9% 85er hinter sein, dann bin ich wieder gar nicht zufrieden. Aber absolut gar nicht, kann ich jetzt schon sagen. Jupp, korrekt, Digga. Warum wusste ich schon wieder, dass dieses Pack genau so aussehen wird? Oh Mann, Digga. Thiago Silva und Giorgio Chiellini. Ey, Digga, das ist... Ich verstehe es nicht, Alter. Warum sind in 90% der Fälle immer ein 85er von den zwei Spielern? Ich verstehe es nicht, Alter. Das ist ehrenlos. Egal, alles in Verein direkt. So. Komm. Gönn. Gönn. Einfach mal was Feines. Come on. Das. Mann, Alter. Was ist das, Diggi? Ey. Dann nehmen wir schon das Frankreich-Trikot, dann kommt sogar ein Spieler von Paris Saint-Germain und dann wird es verdammt nochmal nackt. Bruder, es ist fast wäre unser Plan aufgegangen. Fast. Aber nur fast, Alter. Fast wäre der Plan aufgegangen. Haut hier noch den Golfball weg, ey. Meine Fresse. Es regt mich so auf, diese Toyota-Walkouts sind so nervig in den Packs. Das ist unfassbar, Digga, wirklich. Das ist unfassbar. Es gibt zu viele verdammte Toyota-Walkouts, Alter. Immer kommen diese verdammten Walkouts auf der Torhüter-Position. Es regt so auf. Vor allem, die Scheiße ist, hätte der Typ wenigstens 89. Digga, würde ich sagen, okay, da können noch ein paar Walkouts hinter sein. Aber Digga, der hat 87. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt überhaupt noch ein Walkout hinter ist, ist schon gering. Von zwei wollen wir gar nicht reden. Ja? Da wird wahrscheinlich jetzt noch ein 86er hinter sein und dann sind wieder drei 85er. Ja?
ist wieder traurig, Alter. Da hast du zwei von. Ja, vielleicht sind da auch wieder vier 85er drin. Das könnte natürlich auch sein. Dann wäre es hier. Dann wäre es quasi das drittschlechteste Pack. Erst schlechteste Pack, also schlechteste Pack sind 485er, zweitschlechteste 186er, 485er. Drittschlechteste Pack wäre dann 187er und 485er, Alter. Also könnten hier auf jeden Fall das drittschlechteste Pack überhaupt von den Kollegen ziehen. Wir gucken mal. 3, 2, 1. Ich will es gar nicht sehen, Alter. Ey, ich will es eigentlich gar nicht sehen. Ah, hier die Post. Oh, okay, Firmino. Warum? Da gibt wenigstens Firmino vorne, Alter. Wäre wenigstens fresh gewesen, Alter. Firmino vorne wäre doch mal wenigstens was Nices gewesen. Dann sind auch immer diese Torhüter vorne. Warum ist Navas jetzt vorne? Kann mir das mal einer verraten? Pack doch Firmino nach vorne. Der ist hundertprozentig. Ist doch mehr wert als so ein Navas. Pack doch einfach immer bei den Walkouts den wertvollsten Spieler vorne hin. Wenn die dasselbe Rating haben, ne? Dann einfach den wertvollsten. Das Pack ist eigentlich stabil, weil wir auch noch Rushford drin haben. Chiellini also 3 von 5. Oder wie immer, was habt ihr aus eurem 85er Pack gezogen? Das könnt ihr auch gerne reinschreiben, ja? Ab in die Kommentare, Leute. Okay. Danke euch für euren Support. Wir starten rein, Leute. Die Nase ist Packlachs. Gehen wir einfach ins Blaues. Oder ein Icon. Bin ich auf. 3 zu 1. Let's go. Gönn was, Bruder. Come on, Ding. Come on, es wird nix. Nix Blaues. Leider. Scheiße gelaufen. Belgien. Da kann ich die Bräune werden, Torwart. Da, Courtois gibt es nur. Scheiße, Alter. Real Madrid. Thibaut Courtois. 89 rated. Angelt erstmal seine eigene Karte da weg. Eiskalt, Digga. Angel die Maria, Alter. Unfassbar. Na gut. Das Ding ist, es gibt zwei. Mertens hat 185. Ich glaube, es gibt zwei belgische Walkouts, kann das sein? Ich glaube schon, Digga. Ich glaube, es gibt nur Courtois und De Bruyne. Überlegen. Gibt es noch einen anderen belgischen Walkout? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich wüsste es gerade nicht, Digga, wenn es noch geben sollte. Ich glaube, es gibt nur zwei, Digga. Also haben wir wieder die schlechtesten quasi gezogen, den man ziehen kann. Oder gibt es noch einen, Digga, Belgien? Von wen soll es noch geben, wenn nicht Mertens? Naja, ah doch, nee, Lukaku hat auch nur 85, glaube ich, ne? Ja, schreibt's rein, Alter, ich weiß es nicht. Kann sein, dass es vielleicht noch einen gibt oder so. Egal, wir gucken mal, was noch dahinter ist. Also, ja, das ist eigentlich immer das Bitterste, wenn du halt einen Torwart ziehst, ne? Es gibt halt Alisson 90, es gibt Courtois 89, es gibt Oblak 89, es gibt Ter Stegen 90. Digga, es gibt vier so high-rated Torhüter. Das heißt, die Chance ist so hoch, immer davon einen zu ziehen, das ist halt immer bitter, ne? Na egal, wir gucken mal, was dahinter ist, Leute. 3, 2, okay, was ist los? 2, 3, 2, 1, let's go. Let's go, let's go. Komm, ein, zwei Walkouts noch, dann ist okay das Pack. Oh, Son, okay. Okay, kann man machen, Digga. Zwei Walkouts. Na, okay, geht eigentlich nicht. Also eigentlich. Wir könnten mal irgendwann 85, 86, 87, 88, 89. Das wäre nice. Aber hier leider nicht. Okay, 3 Walkouts. Hätte auch schlimmer werden können, wenn Son irgendwie vorne gewesen wäre oder so, aber ist das jetzt auch nicht, Alter. Depay zieht man auch so oft, Gulaschi zieht man auch richtig oft in diesen Packs, ne? Sommer, Alter. Ey, Digga, es gibt 5 Walkouts, die Torhüter sind. Gibt es wahrscheinlich sogar noch mehr, okay, mit Icons und so Special-Karten noch mehr. Aber normale Goldkarten, gibt es 5 Walkouts oder gibt es, ich weiß nicht, ob es noch einen gibt, der mehr als 86 hat. Kann sein, vielleicht gibt es 6, 7 Torhüter-Walkouts. Was soll das, Alter? Die Chance, dass du hier in diesem Pack ein Tor ziehst, ist so hoch. Haben wir auch schon oft, deswegen bittere Sachen. Naja, okay. Also, Pack war wirklich nicht so gut, Leute. Vor allem, ich mag das nicht, wenn das Pack einfach nur Gold ist. Wenn nicht mal eine Special-Card da drin ist. Also, sieht halt irgendwie ein bisschen langweilig aus, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Also, von daher, ja. Das war's, Leute, von diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, lasst ein Abo da. Abonnieren, Glocke aktivieren, täglich einschalten, macht die 1000 Likes vor, Leute. Ich bin ein bisschen demotiviert hier gerade. Ich würde mich sehr freuen, Leute, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Dann weiß ich, dass ihr weiterhin Bock habt auf die Packs. Dann schwitze ich weiterhin für euch die 2 Stunden hier rein, um diese verdammten Packs zu erspielen. Wäre nice. Lasst einen Kommentar da, Leute, für den Algorithmus, wenn die Videos empfohlen, angezeigt, besser angezeigt und so. Schreibt in die Kommentare, was euer bester Spieler war, den ihr FIFA 21 gezogen habt oder was ihr aus eurem 85er Pack gezogen habt.